Ja, hallo, hey, willkommen. Mein Name ist Dani Rüdel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir Sykes erledigt und uns eine Menge Cutscenes gewidmet. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ein bisschen unsere Überform hochleveln. Wegen Effekte und all sowas. Ne? Ich habe Formboost natürlich ausgerüstet, nachdem ich mir alle meine restlichen Abilitamins reingepfiffen habe. Und ja, wir haben jetzt hier so einen Ort, wo wir immer wieder zurückgehen können. Um unsere Drive aufzuladen, da werden wir sowas von ausnutzen. Drive Konverter, oh geil. Könnte sogar auch jetzt nützlich sein. Die tun überhaupt keine Dinge zu hinterlassen, ne? Wahrscheinlich kann das Besiegling anstelle von Talern Drive Kohlen hinterlassen. Ja, Taler hinterlassen, nicht tun nur MP Kohlen hinterlassen, leider. Ja. Können ja eigentlich voll wunderbar trainieren. Jetzt können wir ja zurückgehen. Und wir verwandeln uns wieder zurück. Bams. Jetzt mal wieder hingehen. Jetzt haben wir wieder Drive voll, können wir uns wieder verwandeln. Das ist geil. Wir tauchen noch nicht so schwach, stark Gegner auf. Das ist noch einfacher macht. Ja, ich habe Axels Schlüsselschwert mal ausgerüstet, damit unser Feuerschaden erhöht wird. Weil das macht es doch ein bisschen einfacher hier. Ja, das ist geil. So kann man sehr gut trainieren. Dann gehen wir mal hier runter. Solange die noch hier sind, können wir halt so oft machen, wie wir wollen. Das ist geil. Heldenform muss ich auch noch aufleveln, merke ich gerade. Überleg gerade, ob ich hier noch ein Level machen soll. Ich will das so oder so on screen zeigen. Aber nur weil ich nicht gerne solche Sachen off screen level. Und ja. Ein paar Level könnte man auch gebrauchen. Müssen wir sowieso irgendwann haben. Das war wieder zurück. Das haben wir erledigt. 47, das ist nicht viel. Wir haben jetzt 3 Minuten. Zum nächsten Bosskampf dauert es so ein ganz kleines bisschen, aber bis dahin war schon wieder, weiß ich nicht, genug Zeit totgeschlagen. Und sagen, ein Level machen wir noch. Solange wir noch hier sind, einmal hier rein, einmal da rechts rein und dann können wir weiter. Guter Plan, toller Plan, ne? Wir sind schon wieder respawned ausgezeichnet. Ich würde schon sagen, wenn die jetzt nicht respawned wären, dann wäre ein bisschen peinlich. Jetzt bis ich nur noch ein paar P weniger haben. So die Hälfte der AP, dann könnte ich noch doppelte Erfahrungspunkte bekommen. Oh, lass mal das. So, hier kommt wieder Gegner. So. 41, das ist nicht viel. Aber hier kann mir niemand die Gegner wegnehmen, weil nur ich hier am Feld bin. Ausgezeichnet. Das ist auch chillig, so zu leveln. Aber egal. Machen wir weiter. Also kurz hier aufladen. Und weiter. Wupp. Annäherung ist nichts. Oder einfach nur Gang. Wir müssen die Gegner auch schon wieder respawn sein, ne? Ja. Wir sind einseitig die Parts, ne? Mit der Überform hier am rumgammeln. Ein Feuerangriff. Wir sind weg. Soll ich auch Dings machen?
12 Uhr mittags. Situationskommando. Das andere, ich habe gar nicht gesehen, wie der andere gestorben ist. Mal. Das müssen wir in den vorletzten Raum eigentlich sein. Naja, verdammt. Hier kommen man, glaube ich, auch viele Herzlose. Herzlose, niemanden erledigen. Hoffentlich. Ich habe richtig in Erinnerung ab. Und die ganzen Gegner, die man begegnet, sind irgendwann vollkommen anders verteilt, den man, glaube ich, vom letzten Boss steht. Doch zum Beispiel mehr kleinere auch später. Ich glaube, ich muss erst im vorletzten Boss hier kämpfen. So, ich krieg noch. Dann. Schon weg? Okay. Wenn ich mich nicht irre, dann müsste ich da an den Sticker drankommen, ne? Ich mich nicht so anstellen würde. Ne, nur so auf jeden Fall nicht. Ne, okay. Später. Da, 14. Lecco Mio. Das sehe ich jetzt mal nicht ein. Können uns hier noch locker ein paar, obwohl das reicht eigentlich keine mehr. Mit 3 können wir hier Rico einige Angriffe sagen, wie er machen soll. Aber die helfen nur bedingt. Und eigentlich gar nicht mehr, aber egal. Da sind immer noch welche. Die hinterlassen Fähigkristalle, die wir für irgendwas brauchen. Ich weiß noch nicht mehr für was. Aber es ist wichtig. Ja, genau, hier kommt noch eine Cutscene. Da sind wir im letzten Raum des Spiels. Sora, Riku. Was denn? So, wenn ein Finger ziehen. Oh. Nochmals, das sind nur Schattenleuche. No, die will ich alle bekämpfen. Eine kommen mit der Überform, die sind weg. Er ist noch nicht mal hergezogen irgendwie. Frankly, my dear, I'd rather run. Off with you then. Well, if it ain't the boat boy king. Time to weigh anchor, Captain Pete. What, like abandoned ship? I don't think so. Sora, your majesty, do not forget, when I've destroyed them all, this castle shall be mine. Now looky here. Opportunities like this don't come along every day, you know. Was ist auch der Fall in Kingdom Hearts 3 dann? Bring 'em on. Ja, da kämpfen wir kein einziges Mal gegen Malefiz in diesem Spiel. Was ich ein bisschen doof finde. Sie war ja meine Hauptbösewicht aus dem ersten Teil. Einer. Schade eigentlich. Gut, wir sind ja fertig. Auf zu Xemnas, den machen wir jetzt auch platt. Nochmal. Oh Mann. Ich wollte noch ein anderes Schlüsselschwert ausrüsten, aber was soll's. Oh, my Kingdom Hearts. Ruined. Now, I'll have to start all over again.
Warriors of the Keyblade, go forth and bring me more hearts. No! Denizens of Light, answer this. Why do you hate the darkness? Huh, we don't hate it. It's just kind of scary. Sound von blöder Grund. Light and darkness. You can't have one without the other. Because darkness is half of everything. Sort of makes you wonder why we are scared of the dark. It's because of who's lurking inside it. Then allow me another question. You accept darkness, yet choose to live in the light. So why is it that you loathe us who teeter on the edge of nothing? We who were turned away by both light and dark, never given a choice. That's simple. It's because you mess up our worlds. That may be. However, what other choice might we have had? Just give it a rest. You're nobodies. You don't even exist. You're not sad about anything. Das gleiche wie bei Anselm. Very good. You don't miss a thing. I cannot feel sorrow. No matter what misery befalls the worlds, no matter what you think, what you feel, or how you exist. Das ist genau wie bei Anselm. Die Argumente, die Helden sagen, sind nicht so dicht wie die von den Bösewichten. Ich nur auf Anselms Rede aus dem ersten Teil. Warte, meine Kleidung hat sich geändert. Guys. Ja. Hi. Ich nur mal an Anselms Rede aus dem ersten Teil hier zurückweisen, wo Sora mit so eine Pussy Rede gekontert hat. Oh ja. What? Kannst du es warten? Du willst nicht näher kommen? Okay. Duel! Ja, wie ich gedacht hätten. Ja, ich kann nach oben laufen, ja. Buff! Die Waffen kommen uns doch bekannt vor. Die neuen Kingdom Hearts 1. Meine Güte, was? Die neuen Kingdom Hearts 1. Wo wir gegen diesen einen Typen gekämpft haben. Den zwei roten Lichtschwertern. Dem gleichen Lied im Hintergrund. Ja, das war Xemnas. Der uns testen wollte damals. In Hollow Bastion. Ja, komm nicht mal näher. Im Gegensatz zum ersten Teil ist aber hier viel einfacher. Auf Excels Schwert ausgerüstet, dann kann ich auch direkt Feuer angreifen. Er hat uns überhaupt schon mal getroffen. Auf. Ja, irgendwie trifft er uns nicht. Na, komm her. Dass man drei Kombos einsetzen gegen dich. Das war natürlich sehr doof. So, jetzt komm her. Mach ich dich fertig. Noch eine Kombo. Und das war's noch nicht, verdammt. Oh, was? Willst du mich wieder einen Wolkenkratzer ziehen? Ich mich davon treffen lassen. Gut. Mach ich dich eben noch mal platt. Uff. Ich liebe es, Wolkenkratzer hoch zu klettern. Zu laufen, meine ich. Zum.
Nium. Anstoß. Was das? Das wäre jetzt richtig awesome. Nimm das. Schade. Uff. Und jetzt haben wir, glaube ich, was? Was ist mit ihm passiert? Ihn voll weggeschleudert. Ausgezeichnet. Jetzt haben wir Maximum HP und Maximum MP, glaube ich. So weiter kann er sich das nicht mehr erhöhen. Da war es aber noch nicht. Wenn ich das nur wüsste. Bin auf irgendeiner Plattform. Im Hintergrund ist eine Stadt. Und auf der Plattform ist ein Wolkenkratzer. Fuck am I? Sora, answer me! Pff. Einfach so weggeschmissen. You're okay. Where's Xemnas? Hear me, Kingdom Hearts. It seems we must begin anew. Ah, but know this. I will give to you as many hearts as it takes. Mark my words. You can no more be complete without me than I without you. Heed me, Kingdom Hearts. Lend me your power. So that we may be complete. The power to erase the fools that hinder us. Xemnas, no! Hearts quivering with hatred. Xemnas, don't! Die ganzen Mimiken, der er immer macht, ne? Xemnas. Ich habe jedes Mal das Gefühl, er wird irgendwie gleich, dass er anfängt zu singen. Fool Ansem said the heart's true nature was beyond his understanding, but it's not beyond mine. Hearts are the source of all power. Xemnas, you can't hide from us. We're not gonna let him get away now. Look at that. Mein Gott, Kairi, musst du eigentlich Ball hin. Kairi ist auch irgendwie nur da, um irgendwo hinzuzeigen, ne? What's going on? Wie Goofy ist verwirrt. Kingdom Hearts. Let's go. Xemnas must be inside. The worlds gave us this doorway. They want us to be the guardians of their destiny. Mm. Once we go through, there's no turning back. It's victory or oblivion. So, Sora, are you ready? Noch nicht. Da ist der 13. Bericht. Oh. Nein, ich würde sagen, der Finalkampf kann ein bisschen auf sich warten und wir können erstmal ein paar andere Sachen noch machen. Was habe ich denn bekommen? Dann zum Bericht. Nein, der Duktilkristall. Gut. Wir können noch ein paar Niemande fertig machen. Ja, 12 Stück. Kein Ding. Weil wenn wir jetzt dahin gehen, wenn wir diese Tür betreten, da durchgehen, dann kommt der finale Endkampf. So, und jetzt müssten jetzt die ganzen Niemande hier vollkommen anders sein als vorher. Hier tauchen zum Beispiel welche auf, die nicht aufgetaucht sind. Natürlich noch die Überform hochleveln, weil warum nicht. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir die einige Dingens hier. Oh geil, Formleistung. Oh ja, es hat Arena Kämpfe jetzt müssen, glaube ich, noch mal neue freigeschaltet sein. Oder nicht? So ein Viech, das dauert doch viel zu lange.
Nee, so kleine Viecher, die möchte ich haben. Oh nein, da komme ich nicht dran, ehrlich. Ach Mann. Ja. Ich hätte gerne ein Memoir. Wo ist es? Wo ist es? Achso, ich muss da links gucken. Was? Ja. Ich hätte gelacht, wenn wir jetzt da oben nicht dran kommen. Da kommen wir echt nicht dran. Der Gleiter hat sich aufgelevelt. Also wir müssen jetzt eigentlich schneller durch die Gegend fliegen, ja. Ich gehe mal Ding jetzt da hinten. 9226. Ja, hier sind kleine Gegner zum Beispiel. Sind die alle gewesen? Also nicht mal auf der Schild irgendwie abbringen, aber wir ziehen trotzdem. Wupp. Hier sind viele kleine Gegner zum Beispiel, die hätte ich gebrauchen können. Aber nein. Ich möchte, natürlich nicht für den letzten Kampf überpowered sein. Es ist kein Problem für mich, der letzte Kampf. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ich meine, die anderen Kämpfe waren ein bisschen auch nichts. Und hier kommen so viele Gegner, die jetzt alle schön kaputt hauen können in der Überform. Oh nein. Ich muss mal gucken, wo ich Halcom Plus noch mal herkriege. Ich hätte gern Ultima nämlich für den letzten Kampf. Auch oh Mann. Aber ich glaube, hier kann man hoch. Nee, doch nicht. Ich dachte, man glitscht sich so nach oben. Aber anscheinend nicht. Jetzt lohnt sich auch nicht mehr. Cool. Was soll's? Ja, zum nächsten Speicherpunkt. Das war voll die Verschwendung hier, aber was soll's? Nur ein Gebiet oder so entfernt. Jetzt auch die Viecher, glaube ich, nur noch hier auf. Wow. Jetzt hält die Form auch viel länger. Ach man. Jetzt auch nur noch zwei auf. Das sind übrigens die einzigen zwei von diesen Viechern, die hier auftauchen. Ich ein bisschen doof finde. Von denen braucht man ein paar Sachen später zum Herstellen. Hier tauchen zum Glück immer noch die auf. Die Überform so überpowert, ne? Mal ehrlich. Schau dir das mal an. Das ist total Zerstörung, was wir hier machen. So, okay. Maximum AP ausgezeichnet, Profi. Gut, dann gehe ich mal kurz zur Weltkarte, um zu gucken, ob sich irgendwelche Episoden noch geöffnet haben. Die waren Anhaltspunkt haben. Als erstes muss ich alle Formen aufleveln, weil das ist wichtig für einige Sachen. In der Arena des Olymps müsste sich jetzt was getan haben, ja. Es wurde eine neue Episode hinzugefügt. Und ich sage, wir machen das in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ja. Ich bedanke mich dann allerherzlich fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte eine Art Feedback in Form von Kommentaren, Like oder ein Abo. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und damit sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis hoffentlich zur nächsten Folge.